Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute mache ich scharfe Hähnchenstücke. Lecker, lecker. Also, lasst uns anfangen. Also, ich habe 3 Esslöffel Joghurt genommen, dann 2 Esslöffel Ingwer Knoblauchpüree, einen Zitronensaft, einen Esslöffel Öl, ich habe einen Esslöffel Tomatenpüree hinzugefügt und es wird eine schöne Farbe geben. Jetzt füge ich Gewürze hinzu. Details werden im Beschreibungsfeld. Geh und prüfe. Mische sie gut, damit keine Klumpen mehr übrig sind. Ja, so richtig. Jetzt werde ich Hühnchenstückchen hinzufügen und sehr gut marinieren. Jetzt mit Plastikfolie abdecken und 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. In eine Pfanne ohne Öl geben und das Wasser trocknen. Schau, das Wasser ist vollständig getrocknet und das Fleisch ist richtig durchgekart. Also, nächstes ich stecke die Stücke in Spieße und backe sie im Ofen. Jetzt bepinsle ich die Stücke mit Öl und lege sie für 5 Minuten in den Ofen. So, hier ist das Endergebnis. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept. Ich wünsche euch einen guten Tag und frohe Weihnachten im Voraus. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht zu teilen und zu abonnieren. Bye bye!